Ich bin Adi, das hier ist der WWE 2K22 My Rise Mode. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich Cedric Alexander ausgeschaltet, irgendwie zu dritt gegen ihn. Naja, war nicht meine Sternstunde, wahrscheinlich Cedric Alexanders Sternstunde. Aber naja, wir wollen darüber nicht mehr weiter unsere Gedanken verlieren. Wir wollen erstmal unseren Charakter maxen. Wir haben nicht genug Punkte gesammelt, um Aufgabe auf 10 Punkte von 10 oder Stufe 10 von 10 zu bringen. Bedeutet, wir können immer besser werden. Wir sind auf 98. Mehr geht da nicht mehr. Interesting. Gut. Social Media. Was hat denn der gute Herr Rollins zu sagen? Der Kreuzzug ist auf dem Vormarsch. King Ricochet hat den Preis dafür bezahlt, dass er sich gegen uns gestellt hat. Und anderen wird es ähnlich ergehen, sagt unser Meister. Und wir haben noch eine Nachricht von Booker T. Du machst dich in letzter Zeit gut. Sich mit den Mächtigen zu arrangieren, ist kein Fehler. Bin gespannt, wie es weitergeht. Rollins wird dich an deiner Seite nicht übersehen können. Und Buddy Murphy sagt, du hast getan, was sie von dir gefordert haben. Du hast Cedric Alexander im Minute. Genau, das haben wir in der letzten Folge schon gelesen. Sehr gut. Dann mal schauen, was der gute Herr Seth Rollins uns zu sagen hat. Deine Unterstützung unserer Bewegung ist nicht unbemerkt geblieben. Du darfst dich nun Ehrenjünger nennen. Ehrenmann. Freut mich, dass ihr zufrieden wart. Dir könnte eine wunderbare Zukunft vorherstehen, so rum, wenn du weiterhin die richtige Einstellung triffst. Na, wollen wir mal sehen, woraus sie besteht. Okay, interesting. Story abgeschlossen. Ehrenjünger. Hä? Und jetzt? Weird. Aber wir haben. Warte mal. Können wir hier jetzt noch Story orientieren, dass wir sehen können? Stories, ja. Okay, das ist cool. Happy Birthday an den Gold Ray Mysterio. Vielleicht werde ich irgendwann so gut wie du. Raw kommt nach Knoxville. Okay. Und sogar diesmal für Knox County nimmt sich die Zeit und so weiter. Freue mich darauf, okay. Ich bin ein Gesicht von Raw und dem längsten amtierenden US Champion der WWE-Geschichte. Goldie hat geglänzt und damit. Hat geglänzt, damit Stripey alles überstrahlen kann. Okay. Ja, ich würde sagen, jetzt da wir Seth Rollins auf unserer Seite haben, könnten wir uns ja eigentlich mit Rey Mysterio anlegen, oder? Was sagt er, Leute? Keine Chance, aber ruhig weiter deine Luftschlösser. Hopf und Malz verloren. Große Klappe und nichts dahinter. Ich lasse meinen Worten im Ring Taten folgen. Wirklich? Habe ich gar nicht bemerkt. Hast du vor deiner Zeit eine Maske getragen? Solltest du wieder tun. Vielleicht bringt es die Aufmerksamkeit. Und wir müssen deine Hackfresse nicht mehr tragen. Ihre Hackfresse. Hashtag Hackfresse in die Kommentare. Ich trug eine Maske aus Stolz, nicht aus Scham. Warum befolgst du nicht deinen eigenen Rat? Auf deine Visage könnte ich gerne verzichten. Da hast du Pech, denn dieses Gesicht wird bald alle Poster und Promos für die Events ziehen. Ehre. Warum machen wir es nicht ein umgekehrtes Maskenmatch? Der Verlierer, also du, muss 30 Tage lang eine Maske vom Gewinner ausgewählten Maske tragen. Ich habe schon die perfekte für dich. Bist du dabei oder bist du ein feiges Huhn? Ja, bin ich dabei. Umberto Carrillo mit der Maske zu sehen, die hässlich ist, wird mir gefallen. Große Töne für einen, der sich immer andere Superstars erwähnen muss, damit ihn überhaupt irgendjemand beachtet. Ehre. Weißt du was? Wenn ich nach einem Monat lang deine Fresse nicht mehr sehen muss, bin ich dabei. Klingt interessant, das machen wir bei Raw. Hashtag Mandate. Okay, Mandy. Maskerade. Überraschungsbelohnung, Maske, Grand Gordo Maske, männlich und weiblich. Interesting. Na, mal schauen, ob es jetzt direkt gegen Umberto geht. Da haben wir also unseren ehrenwerten Umberto Carrillo mit seiner Gangster-Hispanic-Rap-Mucke. Ach, niemand mag ihn. Ehre. Heel gegen Heel Match. Das ist interesting. Sein Model sieht eigentlich ganz cool aus und der Cape gefällt mir auch. Der Rest nicht so sehr. Das Gesicht kann man schon verstecken unter der Maske. Sieht die Crowd genauso, wie man hört. Now this should be fun. The loser of tonight's match will be forced to wear a mask of the winner's choice for 30 days. That's a long time to have to carry the shame of losing this match. Vom Block bei den Beinen ist auch interessant. Ouch. So eine Art modified Michinoku Driver. Und dann gibt es einen leeren oder nicht treffenden Springboard. Der wird mit einem Superkick geahndet. Und mit einer Powerbomb. Fragezeichen. Sit out. With a sit out. Oh, Top Rope Moonsault. Mist. Umberto will direkt aufs Top Rope. Kann er machen. Fliegt aber direkt runter. Nutzen wir für unseren Diving Elbow.
Wichtiges High-Flying-Match am Start. Wow. Das war schon ganz schön knapp dafür, dass das gerade erst irgendwie einer unserer ersten Moves war. So, die Kombo hier mache ich ganz gerne. Ishiguroshi. So rum. Moonsault hinterher. Und das Cover. Also diesmal nur 1. Interesting. Das sind ein paar Kicks in the Face. Wir bleiben dynamisch. Ja, ja, ja. Damit habe ich schon gerechnet, Roberto. Habe ich nur auf dich gewartet, dass du auf mich zurennst. Und jetzt gibt's die Powerbomb. Bam. Umberto geht's gar nicht gut. I'm not feeling so good. Kinshasa ins Gesicht. Und das kann's schon sein. 2, 3, let's go. Der Typ ist nicht so widerstandsfähig wie Cedric Alexander. Das ist dem fest. Jetzt will ich aber auch die Maske sehen, Leute. Ja, Michael Cole hat recht. Das war schon eher einfach nur ein Arschtritt, den Umberto da kassiert hat. Okay, wir müssen jetzt auch weitergehen. Dann mal schauen, ob wir die Maske sehen oder ob Umberto sich vielleicht sogar rausredet. Ich meine, er ist ja hier am Ende auch. Also vielleicht weaselt er sich ja aus der Situation raus. Umberto Carrillo wollte ein umgekehrtes Maskenmatch gegen und ich wollte das Universum von seiner Visage erlösen. Gern geschehen, WWE. Red du nur, Ali, ob Maske oder nicht. Im Ring bin ich noch über dir. Du glaubst das ernsthaft? Das ernsthaft nach unserem letzten Match, dass du verloren hast? Hässlich und dumm. Was für eine Kombination. Gieß nur weiter Öl ins Feuer. Ich werde die Maske tragen, wie abgemacht, aber ich werde einen Rückkampf. Zweimal wirst du nicht so viel Glück haben. Warum nicht? Ich hole mir gerne einen Sieg und ich freue mich schon auf deinen Anblick in dir und deiner Maske. Hashtag Polo oder Pollo. Okay. Schade, dass wir keine Maske auswählen konnten. Das hätte mir gefallen, wenn wir jetzt so Berto hätten sagen können. Du trägst jetzt so eine richtig hässliche Skelettmaske. Aber naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie Umberto Carrillo aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, warte mal, Polo heißt Huhn, ne? Mir ist gerade bewusst geworden, dass Polo Huhn heißt. Ich habe nämlich gerade so gedacht, habe ich das Wort nicht schon mal irgendwo gehört? Und da ist mir Breaking Bad eingefallen mit Los Polos Hermanos. Also die Hühnerbrüder. Digga, er ist einfach ein Hühnchen, nice. Oh, das gefällt mir schon, muss ich sagen. Vor allem ist ja nicht nur die Maske, sie hat das komplette Outfit. Nice. Das ist nice. Dafür lege ich mich schon fast hin. Nice, Digga. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Roberto Carrillo and his opponent have said some pretty ugly things to each other, but it can't get any uglier than this chicken match. Anything's possible with these two in the ring, Saxton. So, what haben wir hier? Von Middle Rope raus, Knee Drop, Head Slant. Carrillo gets reversed. Oh Gott, der Leberhaken trifft nicht. Wobei, es war rechte Hand. Also der Leberhaken ist auf der falschen Seite. Egal. Bam, bam, bam. Kicks gegen die Chest. Lion Salt hinterher. A la Chris Jericho. Einfach ein Schicken, den wir jetzt kämpfen. Elbow Drop. So, stehen wir auf im Battle. Die muss ich auch noch ändern. Die Apron Jumping Moves, die gefallen mir nicht. Also der hier ist noch ganz okay. Okay, der Elbow Drop hat ein bisschen gemisst. Aber egal. Let's go. Dropkick. Geh mal ins Seil, bitte. Nein! Nicht kontern. Das war jetzt nicht gefordert. Hoppa! Da gibt es einen Splash. Leider nicht gut zu kontern für mich. Aber ich lehne es ab, gegen ein Hühnchen zu verlieren. Egal mit wie vielen Jumping Attacks das Hühnchen jetzt ankommt. Ich würde sagen, wir machen es wie letztes Match, oder Umberto? Nee, nicht so! Digga, als ob er mehr Widerstand als Hühnchen leistet. Komm mal her. Nee, nicht so.
Okay, in die Seile, also in die Ecke. Interesting. Oh no, das war Signature. God damn it. Er war schwer zu kontern. Habe ich sofort gemerkt, dass ein Signature war. Shit, und jetzt gibt's ein Submission Move dazu, oder was? Rings of Saturn, okay. Ja, okay, aber das gibt's nicht. Also er hat auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung in dem Match gezeigt. Einfach nur, weil er Signature und Finisher durchbekommen hat. Das hat er im letzten Match nicht ansatzweise hinbekommen. Okay, ich würde gern zum Seil und dann springen. Genau. Vorarm. Und ein Elbow Drop ins Leer. Oh no, Hurricane Rana. Digga, der Umberto ist gerade schon ein bisschen schwierig zu kontrollieren. So, der geht jetzt mal ins Leere. Chicken läuft auf dem Boden rum. Was ein Knee Strike. Knee Smash. Erklärt mir den Unterschied. Den Counter. Digga, ich komme gerade immer noch nicht drauf klar, dass ich gecheckt habe, was Polo heißt. Los Polos Hermanos. Dropkick. Bis dann den guten Mann. Oder das Hühnchen. Digga, das kann doch nicht sein hier jetzt. Wirklich, also die KI ist sehr unpredictable. Manchmal komplett imbar und in der Lage, wirklich viel zu kontern. Und manchmal ist sie gar nicht so dabei. Oh, warum immer die Submissions, Digga? Was hat die KI mit ihren Submissions? Nein, das ist nicht mal eine Frage hier. Genau, 1, 2, 3, let's go. So, Haken gegen den Bauch. Powerbomb. Umberto ist ziemlich unconscious. Und dafür gibt's die Finisher-Kombination. Noch eine Powerbomb. Und noch ein Knee Strike. Und zum Abschluss gibt's den Moonsault ins Leere. Mann, komm schon. So. Umberto ist klinisch tot. What the fuck, Digga? Er frisst zwei Finisher und Signature und kontert dann. Aber egal, er hat selber seinen Finisher probiert. Den haben wir jetzt gekontert. Das ist jetzt die Chance für uns, schnell den... Ich sagte, schnell den Finisher von uns auszuführen, wenn wir dann genug Energie kriegen. Die haben wir jetzt. So, dreh dich um. Komm her. Oh, Digga. Also, wie ich schon meinte, manchmal ist die KI echt imbar. Ich habe es, glaube ich, einfach übertrieben. Nee, also, den Signature kannst du dir in den Arsch schieben, Digga. Bin ich ehrlich. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen den hier. Kein Roadbreak? Ehre? 2, 3, Chicken wurde gepinnt. Ein verwirrtes Chicken. Nice. Nice. So, Digga. Nicht mein stolzester Sieg, aber geht schon schlechter. Ich würde mal sagen, wir schauen mal ins Menü und gucken mal, wie Umberto jetzt auf seine zweite Niederlage in Folge reagiert. Zwei Siege in Folge, du kopfloses Huhn. Vielleicht erlebst du das Gefühl ja irgendwann mal Umberto Carrillo. Okay. Immerhin hast du beim Verlieren ausnahmsweise mal gut ausgesehen. Schicker neuer Look, Cousin. Darauf hätte ich schon vor Jahren kommen sollen. Meine Augen danken dir, Ali. Außerdem ist der mit der Maske schwerer zu verstehen auch ein Segen. Sehr komisch. Verwandt oder nicht, dir werde ich noch das Maul stopfen. Echt okay, ich will die Hühnermaske wieder in Action sehen. Hey Ali, wie wär's mit Sieg Nummer 3 gegen meinen Cousin? Mit Vergnügen, such dir schon mal einen Partner, Umberto. Alle guten Dinge sind 3, stimmt's. Okay, also gibt's auch ein drittes Match, das mal weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Lasst gerne ein Like da, falls euch die Folge gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like für das Chicken da, also awesome hier. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, immer noch in der irgendwie 300. Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.